Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserer Range Ranger Super Serie in Alpha 21. Und ja, das ist so Auftakt, so zum Höhepunkt, zum vermeintlichen unserer Serie. Tag 34, letzte Folge, wo ihr noch unter dem Video runterkritzeln könnt. Wir wollen in die Verlängerung gehen oder nicht. Und ja, wir haben nicht mehr allzu viel zu tun, was die Hornbasis angeht. Wir müssen da ein wenig noch upgraden, aber ganz, ganz, ganz wichtig müssen wir da noch was anbringen, was wir die ganze Zeit vernachlässigt haben. Deshalb läuft das auch mitunter nicht ganz so flüssig, wie wir das gerne hätten. Denn wir müssen die Hordenbasis, müssen wir noch Hordenbasis machen, müssen wir die noch. Und dafür, da ist das Morgengedudel, brauchen wir die Flagge hier. Die ist super, super wichtig, ansonsten ist die Hordenbasis keine Hordenbasis, sonst ist die nur eine. Macht der da Basis machen wir so. Ansonsten müssen wir nur noch grob das hier den Rest auf Beton upgraden, dann haben wir es soweit. Rennt hier noch irgendwie Zombie oder sowas rum? So für am Auftakt am Morgen? Nee, tut's nicht. Ja, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ich habe die SMG Stufe 4 hergestellt. Wahrscheinlich können wir bald, das müssen wir auch noch hier upgraden. Stufe 5 herstellt. Das machen wir dann auch, wenn es soweit ist. Das ist die höchste Stufe, die wir selber herstellen können. Das sollte man dann auch machen. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal darauf, dass wir Six seine Flagge aufhängen. Müssen wir wohl aufpassen da. Ich habe da noch Strom drauf. So, lass mich mal kurz die da weg und die dann dahin. Und dann hier die Null gedrückt und dann hier ein Blöckchen rausgemacht. So, das ist gut. Nur damit ich da hochjumpen kann. Und jetzt ratt, in die Elektrodrähte rein. Das wäre ja jetzt super witzig. So, dann. Ne, falsches Spiel. Och, komm mal, wie lange spielt das Spielchen hier schon? So. Das dahin, dann müssen wir dich noch umändern. Ich hätte gerne die Variante. Nee, hätte ich nicht. Ich hätte gerne die andere rosa, lila Variante. Hier so. Und eins tiefer. So, jetzt bist du Man Warrior gesegnet. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt haben wir eine super Hordenbasis. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich noch via Jump Cut, werde ich denn jetzt hier erstmal alles upgraden, was noch abzugraden ist. Und wir treffen uns dann sofort wieder, wenn ich damit durch bin und wir losziehen können. Abenteuer erledigen. Habe ich Holz eingepackt? Ja, ich habe Holz eingepackt. Gut. So, das war es soweit. Ich habe keinen Beton mehr. Ich kann nicht weiter upgraden. Das ist aber auch nur noch der Elektrobunker, der noch auf Cobblestone ist. Naja, zwei Blöcke konnte ich hier noch upgraden. Dann war es dann erstmal. Der Rest ist alles betonisiert, inklusive der Treppe. Dann sind wir hier erstmal durch. Ich hoffe, dass der Beton noch reicht hier. Das war noch morgen. Das letzte bisschen ja machen können. Mein Elektrobunkerbereich ist jetzt nicht so wild. Da sollte eigentlich nicht viel mit passieren. Da sollten wenigstens Zombies eigentlich dran gehen. Aber ja, wenn, dann wollen wir das auch komplett haben. Und natürlich habe ich wieder einen Block aus Versehen abgegradet auf Stahl. Das passiert immer irgendwie. Naja, das, man könnte auch dazu lernen und das Stahl dann einfach mal in einem Schmelzofen lassen oder so. Aber das ist für Profis und wir sind super Profi. Das ist was anderes. So, du musst da. Nee, du kommst mit. So, da kommt da rein, da kommt da rein, da kommt da rein und das kommt da rein. Du kommst dahin und du kommst dahin. Lass mich noch mal ein Schlückchen hier trinken. Soweit, so gut. Wie sieht es aus mit der. Du hast mir da schon wieder neues Zeug hergestellt. Sweet. Bremst. Da kannst du auch mal noch herstellen. So, wie viel können wir hier maximal herstellen? An Concrete Mix noch. 215, dann machst du mir mal 100. So, momentan brauche ich keinen Sand herstellen. Das heißt, ich kann hier beide für Concrete Mix hier einen Auftrag geben. Sweet, sweet, sweet. Das sollte dann also demnächst bald reichen. Wie weit bist du? Gib mir den ganzen Rummel hier noch. Und wie viel Munition kann ich noch herstellen? Sieht sehr bescheiden aus. Was fehlt mir denn? Mir fehlt Gunpowder. Alright. Könnte ich da nicht noch ein bisschen was herstellen? Gunpowder kann ich nicht herstellen, weil mir Coal fehlt. Na gut, wir sollten allerdings auch relativ viel Munition auf Vorrat hier haben. Das passt soweit. Außerdem geben wir jetzt PYs rein, wo wir dann auch noch was kriegen. Wir müssen noch 9 mm abtoppen. Warte mal. Hier, gib mir mal Bums. Damit sind die beiden Stacks abgetoppt. Sweet. Und gib mir das mal. Damit ist das abgetoppt. 9 mm, 9 mm, 9 mm, 44er.
Ja, das passt. Drei Stacks 9mm, ein Stack 44er, ein Stack Shotgun-Munition. Damit sollten wir eigentlich genug dabei haben. Wie sieht Skillpunkte technisch aus? Sind wir da irgendwie? Da haben wir auch nichts mehr. Würden, dann sind wir hier mit dran, aber wir wollen eine Perforator wollten wir noch mitnehmen. Sweet. So, dann haben wir jetzt hier irgendwas mit Doppeltower-Dingsbums, Tier 5 Clear, 2-Bit-Towers. Genau, da wusste ich noch nicht, was das damit auf sich hat. Das gehen wir heute an. Dazu schalten wir jetzt aber erstmal auf Immersive und dann radeln wir die 1,1 Kilometer da in die Richtung. Wobei wir nicht radeln, wir fahren mit Motorrad. Warte. Übrigens, das ist ein Minibike und kein Motorrad. Ich brauche noch ein bisschen Sprit mit dabei. Das ist in der Stadt mit der Dame mit dem Monatsling bei Genestad. So, mal gucken. Das Gebäude sagt mir immer noch. Oh, doch. Jetzt sagt mir das wieder was. Oh, das war eine fiese Möp-Ding. Das war das hier, glaube ich. Das war eine ganz fiese Nummer hier. Ja, bleib mir hier stehen. So, runter vom Bike. Oh boy. Und ich habe heute die Geschwindigkeit der Zombies habe ich erhöht. Oi. Bist du durchgeladen? Bist du? Alright. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier Tickel. Und machen wir ein Bildchen davon. Wird das unser Untergang? Kriegen wir hier unseren vierten Tod? Warte mal, müsste vierte Tod dann sein. Ja. Ein dreimal sind wir gestorben, ganz am Anfang. Ziemlich, als wir noch nicht so gute Ausrüstung und sowas hatten. Da hat es uns dreimal zerlegt. Schon Ewigkeiten jetzt hier am Laufen. Wollen wir mal gucken, ob wir dabei bleiben können. Wäre ganz toll, wäre das. Ich habe Angst. Hier geht's rein. Erstmal durchs Fenster gucken. Leggy, weil er da ganz lädt hier. Oh. Superkopf. Kann ich der ins Gesicht ballern? Mahlzeit. So, mehr als eine Kugel wäre wahrscheinlich besser gewesen, direkt da rein zu jagen. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Gucken wir mal, dass wir nur das Gröbste looten, so wie hier Munition und so. Obwohl, Waffenschränke. Warte, ich habe hier irgendwo. Gucke mal. Mach mal kaputt hier. Da könnte gutes Zeugs drin sein. Naja. Ich sag da nicht nein zu, aber schön ist anders, nicht? Dann sind wir wieder genau am Plündern hier. Eieieiei. Das hat er noch nicht so wirklich raus hier. Was, schön plündern und das nicht. Und jetzt hast du dir hier extra Supermedizin hier. Antibiotika, Vitamin B und hast du nicht gesehen mitgenommen. Und was nimmst du mal wieder nicht? Das Vitaminchen nimmst du mal wieder nicht. Solltest du machen, bevor du auf infekte Tücher hier triffst. Hier so. Hier einmal Usen. Und nochmal Usen. Dann hole ich mir noch einen Kaffee rein und Mümmelmasse. So, nicht, dass wir unbedingt jetzt schon nötig haben, aber guck mal, wir haben es doch. Dann sollten wir es auch nutzen, nicht? So, super bufft. Super bufft gehen wir hier durch. Da geht noch besser. Wir könnten noch einen Recall oder sowas einschmeißen. Aber das tut es erstmal. Oh, okay. Ich höre schon Löcher rumtrappeln. Ja, aber ich glaube, das ist von draußen. Könnten wir mal alle aufstehen hier und. Ob ich da gerade was Grünes schimmern sehen? Ich glaube, da hinten liegt in der Ecke liegt was Grün Schimmerndes. Alright. Kannst auch auf mich zurennen, ist auch kein Thema. Warum gehe ich denn jetzt? Ich gehe hier rum. Hier rum, Larum, Löffel dumm. Oh. Ich höre erst Tung und dann höre ich die Köter kläffen. Und da! Haut er auf der Karre rum? Seid ihr doof? Wieso auf der Karre? Am Nibbeln. Bin ich euch nicht gut genug? Habt ihr mehr Bock auf Metallisches? Ich mag's ja nicht, wenn ich im Hintergrund irgendwo Zombies rumhängen höre und ich nicht weiß, wo die rumhängen. Ja, never mind. Wo muss ich denn jetzt hier rum? Köter ist Arrivederci. Muss ich hier rein? Ja. Aber da kann ja auch noch nicht alles gewesen sein. Jemand hier drinne? Nicht so aus. Gibt es hier ein Knöpfchen zu drücken? Auch nicht so aus. Wieso sollte ich denn dann überhaupt hier in die Kamera rein? Sollst du wahrscheinlich gar nicht. Das sieht sneaky aus. Ich bin noch nicht allzu oft hier gewesen. Einmal, glaube ich. Und demher. Oh, Weapon Parts. Mir sei es verziehen, wenn ich jetzt nicht sofort auf Anhieb dahin gehe, wo man eigentlich hingehen sollte. Oh.
Mahlzeit. Warte, komm du mal da rausgegangen. Okay, so ist gut. Oh ja. So, der Radioaktive muss als erstes down. Wir haben unseren Red Remover natürlich hier in unserer SMG drin. Da. So, ist nicht bad. Ja, ich sagte ja, ich habe die Laufgeschwindigkeit von euch Stulis erhöht, wa? Sieht man das an, als wenn da irgendwo was von draußen da noch rumlatschen ist. Lass mal ein bisschen mit der Pumpgun hier latschen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler wird. Oh, hier splittet sich das hier überall auf. Was hast du Tolles in dem Wagen drin, ne? Brauchst du lange zu plündern. Eine Batterie zum Vertickern. Sweet. Und Büchlein zum Lesen und noch mehr Bücherchen zu lesen. Ich glaube nicht, dass die noch großartig zum Einsatz kommen. Aber von der Wand waren wir gerade auf der anderen Seite. Alright, du bist hier wieder alles am Plündern. Du sollst nicht alles plündern, du sollst hier Büro durch. Ist jemand im Büro? Ich sehe da keinen, aber da ist eine Luke. Ist das hier offen? Das ist offen. Alright, da gucke ich erst da hinten in der Ecke. Da geht wahrscheinlich ein Untergrund. Ich hatte ja gerade so Lüftungsschächte und sowas gesehen. Du bist auch unlocked. Da geht es dann auch noch hoch. Der Automat snuffelt auch. Kommt ihr da raus? Nope. Okay, worauf kloppt ihr jetzt? Das hört sich nach Treppe an. Da? Nein, nein. Und wo? Oh, da gibt ja hier viel zu viele Wege hier. I don't know. Dann gehe ich jetzt ins Büro. Ich sehe da noch keinen. Ich höre die halt kloppen. Mag ich den Bunker nicht. Der ist komisch. 27.000 Wege. Und keiner weiß, welcher denn jetzt der super richtige ist. Lass mich da runter. Bremst. Ja, dich sehe ich doch. Lass mich Armbrust. Oinks, danke für den Beutel. Mr. Beutlin. So, für dich hat es auch noch gereicht. Ich habe es sogar zerlegt. Faszinierend. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, aber ich wollte mit Pumpegunde. Ah, ne, up. Ja, da war nichts genug. Da geht es dann wieder hoch. Das ist versperrt. Muss ich Ventilchen drehen? Nö. Oh je. So, das ist das Manholding, was wir gerade aufgemacht haben. Ja, da sind wir ja weit gekommen. Habt ihr euch jetzt mittlerweile hier schon irgendwo durchgekloppt? Das hört sich immer noch an, als wenn ihr hier irgendwo drin seid. Aber hier ist auch nichts. Können wir mal gucken. Dann mal das so machen. Machen wir mal so machen. Seid ihr da unten irgendwo? Da sehe ich auch noch keinen. Der sind bestimmt alle hier drinnen dann. Handler. Mahlzeit. Hier ist irgendwo. Hier sind welche. Ihr seid alle auch noch am Leuchten. Aber hier habe ich keinen Rap-Remover drin, aber. Egal, für Kenny reicht. Muss wohl auf Kenny zielen und nicht alle Steinchen um den rum herum. Gott, dann hört sich ja so an, als wenn da irgendwo eine ganze Armee unterwegs ist. Bist du zum Wegkloppen? Du bist zum Wegkloppen. Alright. Ah, für Weapons Back. Oh mein Gott, das ist voll die Mega Wander Horde, ey. Wenn die uns jetzt hier drinnen auflauern, wa? Da hat's einen Block zerlegt. Alright. Und dann war's das hier schon wieder. Okay, dann ist das in dem noch fertig. Dann müssen wir jetzt definitiv Treppe hoch. Boah, das hört sich so brutal viel an. Okay. Da sehe ich doch schon jemanden, aber wie komme ich denn zu dir hin? Hier ist alles verschlossen.
Grünes unlocked. Da ist nichts drin. Alright. Da rennen eine Menge rum. Das wird voll laggy hier. Mahlzeit hier wäre. Da geht es wieder runter. Da waren wir aber auch gerade schon. Das ist unten im Fahrzeugsdeck. Alright. Ich werde voll los. Darum? Oh ja, war klar, dass du wegbrichst. Hier jemand drinne? Hier ist keiner drinne, sag ich mal so. Das der Kiste ist da drinne. Sweet. Du gibst mir leid für hier. So, wie komme ich zu der ganzen Prügelgruppe da hinten hin? Die warten alle. Das klingt gut. Zuckst du noch? Du zuckst noch. Muss schön liegen bleiben. Wir haben das Spiel so bezahlt, dass du down gehst. Haben wir gar nicht, aber egal. War ich da drin, ne? Da ist keiner drin. Alright. Gut, dann hier hin. Lirum, Larum, Löffeldum. Ist das hier verwinkelt? Leck mich an der Söck. Okay. Mach mal weg da. Der ist keiner. Sonst auch keiner. Alright, du leuchtest in die Richtung. Eileen. Moin, Eileen. Warte mal, habe ich eine super Armbrust. Das hat nicht gereicht. Krieg nur eine in die Schädel gejagt. Okay. Mach mal langsam da. Warte, Philipp, hör auf, so rumzuzappeln. Warte. Lass mich einmal hochwechseln hier. Der Kopf muss raus. So. Erstmal wieder an die neue Geschwindigkeit der Zombies hier gewöhnen, nicht? Könnten wir weniger rumlenken, dann ist ja gut. Ja, also mehr als 14 Frames brauchst du beim Ballern auch nicht. Komm, stell dich nicht so an. Alles klar. Oh, hier sind sie alle. Naja, alle sind zwei. Hast du noch mehr mitgebracht? Slowly back up. Alright. Gut. Denke ich hier an den Stuhl und so was fest. So, hier soll es, glaube ich, weiter rumgehen. Dachte mir, die Lichtershow hier. No, nice, ein Büchlein. Lass mal eben zumachen hier. Ich will mal eben kurz in Ruhe hier. Da haben wir zwei, drei Bücherchen, die wir lesen können. Assault Rifle. Oh, jetzt hätte ich fast gescrapped. Jetzt hätte ich fast gescrapped. Was haben wir da noch drin? Armor. Alright. Kann ich das Burning Chef Ding noch irgendwo reinpacken? Ich glaube, ich habe die schon überall drin, wo ich die reinpacken kann. Was können wir denn noch machen? Dich können wir hier scrappen. Du kannst rausgeschmissen werden. Du kannst gescrapped werden. Das Mehl kann rausgeschmissen werden. Du kannst rausgeschmissen werden. Batterie lassen wir, glaube ich, erstmal so. Das sieht soweit ganz gut aus. Kohle ist ein bisschen wenig hier. Den kannst du auch mal rausschmeißen. Soweit, so gut. Du bist durchgeladen. Du bist nicht durchgeladen. Nein, Frevel. Und du? Kann auch durchgeladen werden. Alright, jetzt hätten hinter uns tausende Zombies sein müssen. Und wir sind hier drum aussortieren. Ich wollte auch ein bisschen mehr mit Pumpgun hier rumlatschen. Dann würde ich sofort immer die SMG verbraten. Bin ich auch gerade hier schon gewesen. Was ist denn das hier? Kaffee zurückbekommen. Bin ich gerade von hier gekommen? Ein sehr verwirrender Bunker, muss ich mal sagen. Der ist keiner drin. Ich höre dich da irgendwo kloppen. Ja, dann klopp mal weiter. Der große Klopper. Ja, das auf dem Stück waren wir schon. Ja, super. Da sind wir eine Ehrenrunde gegangen. Ihr seid von draußen reinkommen. Da sehe ich auch noch ein paar. Glaube ich.
Ja, da rennt noch ein Kenny rum. Seid ihr eine Wanderhorde gewesen? Bin ich jetzt direkt hier auf eine Wanderhorde gestoßen? Das ist doch von außen freigekloppt worden. Ihr ja, guckt doch mal, da hängen sie an der Treppe rum. Ich meine, wenn ihr mal dann hier hinkommen wollt. Ich komm. Kann ich mich bücken? Kann ich nicht. Aber ja. Mach mal irgendwie einen Block da weg oder so. Na, ihr werdet schon irgendwann da durchgekloppt kommen. Oh, die Briefkästen sind nicht plünderbar. Spindelbude. Ich bäcker hier an Spindelbude. Sweet. Oh, der Lady. Tick, wie geht's? Nicht gut. Alright. Was der Bauscheißer? Auch nochmal Schrot in die Nase. Alright. Das sieht ziemlich identisch aus mit dem, wo wir gerade schon drin waren. Oh, aber hier gibt es ein Bücherregal für Mümmelbuch. Immer ran damit. Und das bringt uns der SMG Stufe 5 weiter. Sweet. Hier noch mehr? Oh oh. Ei, verbibsch. Das war ein Spindelraum. Der hat uns voll verarscht. So, das kostet nicht mehr an. So, auf kurzer Distanz ist die Pump Gun super. Aber da gibt es auch eine Treppe wieder hoch. Warte, ich komme sofort nochmal hier runter. Ich war da oben noch und war euch noch nicht mit zufrieden. Aber weg da. So, danke schön. Was ist denn da jetzt was zerfallen? Ich war es nicht. Hundertprozentig war ich denn nicht. Du bist auch unlocked. Alle, ja, jawohl, geht. Boah, ab und zu hat er ja Talent, wa? Nicht häufig, aber ab und zu mal Korn zieht. Alle, ja. Das war jetzt kein Talent. Dann sagt er gerade noch, er hat Talent, und dann zeigt er wieder, da keins hat. Hier sind noch mehr kaputt. Oh ja. So, auf dem Möbel können wir drauf. Die können nicht zerfallen. Alright, Küche brauche ich gerade, glaube ich, nicht plündern. Eine Menge versteckte Dinger hier. So, mach mal auf hier. Geht mit dir noch was, Sneaky Sneaky? Ja. Soll ich dann erst hier oben oder soll ich erst unten? Du führst mich wieder zurück. Mal das Ding hier. Da schwebt eine Lampe rum. Oh oh. Oh oh. Alright. Oh, Pumpkin for the win. Bleib liegen. Wie, trotzdem bin ich an, du Sausack. Hätte ich jetzt erst nach unten gemusst oder muss ich hier erst hin? Ich heile, ey. Oh mein Gott. Vielleicht doch mal SMG hier zum Einsatz bringen. Oh, noch ein Kopf. Warte. Hey, nicht anrotzen hier. Oh, sag mal was. Der hat mich angerotzt. Darf der das? Oh, Adrenalin pur. Ui, wir haben uns eine Schlürfwunde zugezogen. Wer von euch hat eine Schlürfwunde verpasst? Mach mich das noch nervös? Wir hätten da erst da unten aufräumen müssen, dann ja hochklettern müssen, dann über den Balken. Oh, ich mag das ja nicht, wenn ihr mir so viele Optionen gibt zum Laufen. Hat ein Köter? Nee. Da kommt die Tagespost vorbei. Und haben wir schon 5 nach 12 dann? Oh, fuck. Wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Hier leuchtet eine Lampe. Wo eine Lampe leuchtet, dann geht es dann potenziell weiter. Da ist doch ein Lesebüchlein-Ding hier für uns. Ja, ich warte ja noch mit der Schlürfhundebahn. Ich hoffe ja noch, dass ich hier nochmal eben irgendwo kurz ein Verbändchen finde. Hier ist schon wieder so ein Brett. Das ist aber nett mit dem Brett. Oh, jetzt sind wir wieder unter die Poeten gegangen. Macht ja der Boden auch. Nope, macht dann nicht, aber hier ist gut Action. Komm, jetzt zum Balkon. Ich warte mal beim Balkon. Warte. Die Beinchen brauchst du nicht, die gehören jetzt mir. Die habe ich für mich geklärt. Noch mehr Kopf. Oh, ein Jumper. Wenn du wenigstens ein Paddeljumper wärst, aber nö. So, jetzt können wir hochfallen und springen und so was. Dafür haben wir jetzt ein Büchlein gefunden. Alright, hier gibt es nichts Besonderes drin. Bücherregale sind immer interessant und Toiletten sind interessant, weil da können Handguns drin sein. Selten, aber können. Wenn wir technisch sind wir noch gut dabei, deshalb würde ich sagen, brauchen wir da nicht plündern. Hier jemand drin?
Bücherregal. Sweet. Her damit. Her damit. Da machen wir Scrappy Scrap. Da machen wir Scrappy Scrap. So, hier draußen wäre. Nur die Louis von gerade, wa? Oh, du bist unlocked. Da müssen wir jetzt hier höher. Ich glaube, wir hätten da unten ein bisschen weiter rumsuchen müssen. Wie komme ich denn jetzt auch am besten schnell hin? Hier, machen wir auf das Ding hier. Ja, wo war jetzt das Loch im Boden? Hier irgendwo. Da rum. Stimmt, da sind wir rum. Wer? Ja, nicht zu hoppen. So, war hier unten noch wer? Da ist nix. Ja, guck mal, mein Zappel, Philipp. Du bist aber auch von draußen von den Wanderdudis, wa? Da sind einige Wanderdudis. Schau mal, das ist, Ich glaube, das ist tatsächlich eine Wanderhorde gewesen. Oh, warte, hier ist ein Schlüsselbrett. Nice. Alright, dann haben wir jetzt einmal die Runde gemacht. Dann müssen wir jetzt wieder hier... Gut, dann war das hier eine Sackgasse. Ja, ein Außenzombie haben wir erwischt. Super. Hätten uns auch sparen können. Aber das weiß ja vorher nicht. Wenn man da schon runterfallen soll, ich weiß ja nicht, wie viel wir dann da tatsächlich erkunden sollen. Right. Ging jetzt hier rum. Hier ist er durchgerannt, dann ist er hier rumgerannt. Dann Buchregal übersehen. Nee, da waren wir dran. Alright. So, hier den Treppe rauf. Und Treppe wieder runter. Ah ne, stimmt, der Aufzug. Da waren wir denn mit dem Aufzug. Genau. Ah ja. Ich hänge hier komisch an mich hier hoch. Alright, und dann dahin. So. Sind wir eine Etage höher. Widrig. Alright. Da ist soweit niemand hier nicht. Da geht wahrscheinlich sofort dann hin. Da jemand drinne? Nee, da ist nur ein Garderobenzeugs drinne. Scheint auch keiner zu sein. Kommt raus, wo immer ihr seid. Ich bin bereit. Kommt raus, voraus, wo immer ihr seid. Ist keiner auf der Etage oder was? Das hat ja alles zu empty oder so. Hm. Oh, die Wanderdudis, die machen mich fertig da draußen. So. Dann wieder hier, die machen wir wieder beim Balkon hüpfen hier. Der sieht so aus, aber diesmal ohne Brettchen, sondern mit einem schmalen Sims. Alles klar, apropos, Bob ist wieder dabei. So. Bist du down? Oh, da kommen noch ein paar. Ja, lässig mal wieder. Müssen wir wohl richtig treffen, müssen wir den. Oh, noch mehr Kopf. Kopfland. Ah, blöden Krabbler. Schenkelklopfer, Kneifer, Bier. Keiner mag die Krabbler. Außer die Krabbler, die mögen sich. Hier war mal ein Schreibtisch, offensichtlich. Bist du nicht fertig geladen oder haben die Zombies das schon ganz schnell zerkloppt hier? I don't know. Geht eigentlich. War schön verwinkelt, der ganze Bunker hier. Allerdings für meinen Geschmack ist da zu viel Wiederholung hier vom Design hier. So. Was können wir denn? Ja, das sieht soweit wieder in Ordnung aus. Korn zieht nämlich mal mit. Das passt soweit. Alright. Gut. Immer noch kein Verbändchen gefunden. Für die Schlürfwunde. Oh, jetzt muss ich hier. Bin ich prima Ballerina oder was? Hochseilakte. Ja, das bricht auch noch hinter uns zusammen. Ist ja. Ja, da komm hier raus. Ich weiß ja nicht, ob ich glaube, ich habe meine Straßenkette nicht alle bezahlt und sonst wären die nicht unter mir her. Wo warte, ich bin jetzt erst mit der Kopf dran. Okay. Irene, auch noch. Das ist ein sehr helles Stück hier. Bist du down? Ich hoffe mal. Schon wieder so ein Schenkelbeißer. So, der jetzt, der Mo. Oh, der hat doch auch mal einen Kopf da drauf, wa?
Ja, ist das hier. Da muss ordentlich draußen Rabatt sein, denn ich habe hier 17 Frames, sag ich mal. Das ist nicht viel. Schon wieder am Kopf. Alter, das hat ja komplett Deluxe. Du wolltest gerade Bumm machen, Mann. Ich bin da gar nicht so für Bumm machen. Da noch jemand? Guckeli, guck. Hätte mir fast die Boots hier drin kaputt gemacht. So, direkt mal scrappen. Ich glaube, da war gelbe Farbe drin. Den hätten wir immer noch gebraucht. Weapons back. Komm mal, lass mich die plündern. Für Shotgun Crafting Skill. Na, nice. Ich glaube, der Crafting Skill wird nicht so schnell aufholen mit der Shotgun, die wir momentan benutzen. Aber schön, die dabei zu haben. Zick, was klopfst du denn da hinten rum? Geh doch einfach mal ums Eck hier. Kriegst du Schutz, Mann? Kommst du auf ein Großstadtrevier, gehst du einmal ums Eck. Dann nimmt der Edel auch Reis aus. Und wir machen wieder Fensterhopper. Bist du sicher? Da müsste man dahin. Okay. Hier hat sich jemand auf dem Balkon gemütlich gemacht. Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr kleiner, enger Balkon. Ich kann dich fast noch stacken lassen auf die Bolzen. Guck mal, das hat noch gepasst, aber den Rest werde ich hier scrappen. Ja, stellen wir fest, da war kein Bolzen drauf. Da muss ich nicht rein. Da muss ich wieder rein. Right. Zuing Kids. Können wir auch gebrauchen. Könnten wir mal wieder so ein Erste-Hilfe-Bändchen finden? Dann brauche ich nicht ein großes Paket zu benutzen. Na, wusste ich doch. Dich hätten wir nachher gesucht, wa? Wenn es denn dann heißt, da fehlt noch ein Zombie, damit der Clear vollständig ist, dann hätte ich dich gesucht wie bescheuert, weil die da einsam in der Kammer da rumlief, die Schwester Esther Deluxe. Alright. Kommen wir langsam ins Eingemachte hier. Richtung Endloot. Oh, ich glaube, das ist der Bunker, wo Jabuddel in seiner Permafrost-Super-Eis-Serie gehaust hat. Ja, ja. Da war ja bis da oben, hier war ja Schneedecke, war da. Wer rotzt denn da? Besser ist da. Oha. Mahlzeit. Oh boy. Oh boy. So, wenn ihr alle reingeladen werdet. Lass mich mal hier kurz. Ups. Komm, ich spiele eine Ringelreihe Rose, weil ich muss ja nämlich nachladen und so. Sweet. So, Eileen ist immer noch fit dabei. Oh, zu schnell. So, aber nicht mit mir. Ich glaube, ich brauche mehr Arbeitsspeicher. Holy shit. Der hängt ja voll zwischen den Spülen fest. Du bist doch so blöd, ey. Ist der blöd, der Kerl. So. Ui. Oh, neues Vitaminchen. Oh ja, das ist gut. Die hält sowieso nicht. Aber schon beide Vitamine dauern schon aufgebraucht hier. Das muss ich direkt mal auffüllen hier. Wasser und Dings müssten wir auch bald sofort auffüllen. Ja, warte, wenn ich. Warte. Hier einmal usen. Guck mal, da ist nämlich schon relativ low. Und dann hier auch noch. Wie viel Zeit verplemperst du denn hier drin? Ich bin von da unten reingekommen. Gebe dann hier noch was. Das sieht doch voll fett an der Falle aus. Nein? Das ist keine Falle? Das ist keine Falle. Okay. Muss ich wieder Balkonhopper machen? Oh, hier gibt es Medizin. Vielleicht haben wir da jetzt da was für die Schlürfwunde. Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Andernorm gibt es mir als Hilfebändchen. Jetzt will ich ja eins und Ding wieder draufpacken auf meine Wunde und was nix. Das ist ja typisch. Typisch 7 Days. Alright. Gut. Details. Habe ich das hier schon untersucht? Habe ich nicht. Okay, ich erzähle den Leuten immer, hier kann man Toilettenpistolen finden. Und was finde ich andauernd? Nur Toilettenpapier. Da sind wir wahrscheinlich jetzt rum. Aber hier ist auch noch. Das ist eine super Sackgasse. Aber da geht es dann auch wieder hoch. Maximal verwirrt bin. Wieso machst du mir die Licht an? Weil du mich zum Erste-Hilfe-Zeugs bringen willst, wo jetzt ein Verbändchen für mich drin ist. Eileen da unten guckst du dir an, da tapselst du rum. Der ist auch kein Erste-Hilfe-Dings für mich drin. Muss mich verarschen.
So, Eileen, du musst dafür zahlen. Oder auch nicht. Wo ist denn der Bolzen hingegangen? I don't know. So, ich hab dich erwischt. So, du gehörst nicht zum PY dazu, aber trotzdem egal. Das musste sein und so rein prestigemäßig. Wo willst du denn, dass ich hier hingehe? Hier rein. Das ist doch Jacke wie Hose. Ob jetzt da hochgeklettert wäre oder... Nein, nevermind. Du brichst weg, oder? Ja, tust du. Okay. Da fällt gerade eine ordentliche Menge. Was ist denn jetzt da unten passiert? Ich war's nicht. Voll unschuldig. Das kommt auch mal vor. Lass mich raten. Burning Man Deluxe hier. Oh, oh. Ja. So, wieder so ein Veganer wieder. So ein verrotteter Veganer. Ekelhaft. Weiter. Du bist ein Feral. Könntest du mal aufhören, dich in mich reinzudrücken? Das ist ja. Drückt er mich ja voll zurück, weil er in meinen Charakter rein will. Voll da, Lotte. Soll ich da jetzt wieder raushopsen? Das ist mal so, ne, wenn da irgendwo Lampe leuchtet, ist das immer ein Indiz dafür, dass man da hin soll? Wahrscheinlich, aber ich lasse mich erstmal so noch gucken hier. Du führst doch dann hier hin, oder nicht? Ja, du führst bis hier hin. Wieso soll ich denn dann da erst raushopfen? Passt ja nicht mal. Muss ich dann da runter? Nee, da waren wir doch vorher schon. Details wahrscheinlich hier rüber. Ich rechne damit, dass der Boden hier irgendwo noch wegbricht. Warte, da war Platz in der Küche. Hier leuchtet in der Küche hier so. Hier scheint nichts Großartiges zu holen zu sein. Das ist wahrscheinlich die Kerze, die der Ganze hier zum Fackeln gebracht hat. Ein so ein einzelnes Stockwerk. Hier rein? Hier ist wieder normal. Jemand hinter der Kiste? Nope. Hätte ja auch sein können. So, wir müssen noch die Tagesposten so abholen. Oh, hier gibt es eine Menge Holz mitzunehmen. Bräuchten wir auch theoretisch. Okay, das ist wieder ein großes Stück, wo keine Zombies sind. Apropos Zombies, ich höre die da unten gar nicht mehr rumdullern. Seit der gerade zusammengebrochen ist, ist halt alles ruhig. Oder wir sind zu hoch mittlerweile. Das kann auch sein. Okay. Oh, hier könnten wir noch Kugelschuhe mitnehmen. Aber wieso bricht der denn jetzt von da oben runter? Tick, du alte Sau. Ja, dann kommt rein. Voll in die Fresse rein. Oh boy. Oh boy. Warte. Lässt sich gerade schlecht Nase an, deshalb muss ich das mal eben so regeln. So, das war dafür nicht reicht's aber noch. Hier muss auch noch ein Red Remover rein. So, lass mich hier schnell den SMG nachladen. So, das ist für wenn es heiß wird. Hat es uns Eich erwischt? Nö, geht eigentlich noch. Obwohl, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal so ein Päckchen hier nehmen. Das Verband dauert ewig, bis das kommt. So. Ich höre hier noch einen rumtrapseln. Hier ist eine Menge Kugelstone und sowas zum Mitnehmen. Aber wir sind nicht für Ressourcen hier, man. Wir sind eigentlich für, in Anführungsstrichen, schnell durch hier. Gut abgreifen und nichts wie wieder Tschüss. Da von der Seite sind wir gerade gewesen. Okay. Da, auf der Seite sind wir gerade gewesen. So muss er heißen. Da jemand drin? Nope. Mümmelmasse. Ich werde dich direkt essen, ja, so. Wo jetzt rum? Wahrscheinlich in die Richtung. Dann frage ich mich, was von hier noch alles ist. Warte mal, von da sind wir gekommen. Alles klar, Kommando zurück. Geh mal kurz hier rein. Toilette ist schon fertig gebaut. Sweet. Direkt total kaputt schon. Also dreckig und so. Alright, dann hier rum. In den Fahrstuhl. Ah ja, die Treppe von vorhin, die Leiter von vorhin. So, hier hoch und dann dahin oder höher? Bist du offen? Unlock. Alright. Ja. Mahlzeit. Da ist soweit nichts.
Oh, meine Frames, ey. Oh, hier ist schön. Und schön ist es meistens auch gefährlich. Da sehe ich doch schon direkt einen Kopf. Ich sehe doch schon direkt einen Kopf, der mich schon gehört hat. Der mit dem Kotzenbeutel verpasst. So. Oh, fuck. Kann ich die zumachen? Jo, kann ich. Ich hab doch noch eine Dame hier gehört. Hat sie noch gemacht? Bist du Schätzekind? Oh, bist du Schätzekind? Aber die Dachterrasse, die gefällt mir. Da könnte man auch mal wohnen tun. Bist kaputt. Ich könnte man auseinander. Oh, hier gibt es eine Menge Ressourcen abzuholen, wa? Ich meine, das leckt ja nicht nur wegen dem POI-Mini auf dem Zombie, sondern auch wegen der City. Wir waren noch nicht allzu häufig hier und das ist ein Mega-City. Birdie. Ja. Ich könnte ja auch die Desert Vulture nehmen, weil die hat Schalldämpfer drauf. Ein Birdie weniger. Sehe ich noch ein Birdie? Selten, dass ich mal Birdies frühzeitig entdecke. Da sind definitiv noch Birdies. Zwei Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Kriege ich dich da? Da müsste eigentlich Fadenkreuz jetzt auf dir drauf. Boah, voll weggefetzt. Den da oben weiß ich aber nicht, ob ich den kriege. Bist du überhaupt ein Birdie? Das hat nicht gepasst. Warte mal, wenn ich hier ein wenig jump. Jump for my love. So. Ein wenig hier rum. Darum. So. Da. Kriege ich dich? Boah, kannst du nicht lernen, ey. So, ich habe ja noch welche rumgrapseln. Oh ja, ich habe gehört, ich habe da welche gehört. Was soll ich sagen? Ja. Ich bin auch wieder mit dabei. Da oben noch jemand? Ich glaube schon. Erstmal hier in dem Bunker noch. Ja, so ein blöder Jumper wieder. Komm, ich mach auf. Nee, da können wir nicht hauen auf dem Turm. Da ist die Leiter kaputt. Hier Knöpfchen oder sowas drin? Nein. Der PY-Ding zieht sich. Das sind die Tier 5er, wa? Das ist mal so nett alles. Oh, ein Spielplatz ist das. Okay. Muss ich hier auf dem Balkon? Wahrscheinlich, wa? Sonst wird ja die Lampe nicht gut. Schön, dass du da Dauerfeuer machst. Aber auch zielen dabei, ne? So, boah, ey. Das hat sich gelohnt. Oh mein Gott. Was ein Pfeil von Zombies. Oh, ja, da war nur noch eine Kugel drin. Holy shit. Haben wir Eichhauer bekommen? Nee, 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 das geht. Oder Krabbler wieder. Komm mal, lass dich zerlegen. Der frisst mehr als die ganze Horde zusammen hier. Hier war aber noch einer. Ich höre einen Kopfhörer. Guck dir den Trottel an, ich bin da total festgehangen da. Oh, warte, 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 warte. Das Ding ist ja gar nicht nagelab. Was ist das für ein Vorbereitung? Boah, ist die Haltbarkeit schon verbraucht. Arme SMG. Lerum, Larum, Löffel, Stumpf. Wo gehe ich denn rum hier? Wie auf die Seite mal kicken. Jetzt auch nichts großartig Besonderes. Balzmann ist immer. Ne, das ist Treppenhaus. Das ist nicht Balzmann. Das ist Treppenhaus. Da geht es wahrscheinlich gleich dann weiter. Hier ist keiner drin. Hier ist Balzmann. Gibt es hier noch Wissens to go? Wo hat der sich hier durchgekloppt? Wenn du mir jetzt hier einen richtigen Bücherschrank kaputt gemacht hast, war Freundchen, dann hole ich dich aus der Hölle zurück und bring dich nochmal um. So, die Feder können wir rausschmeißen und die Clay können wir rausschmeißen. So. Okay, können wir jetzt mal so ein bisschen auf die Tube drücken? Ich glaube, wir sind aber schon relativ schnell. Zumindest für meine Wenigkeit. Hier geht's nicht weiter. Du hast dich voll verarschen lassen. Hier geht's nicht weiter. Da war doch noch irgendwo gerade eine Abzweigung. Gung, 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 gung. Oh, ja, von hier sind wir gekommen. Und denn? Muss ich über Fenster Sims? Aber da war keine Lampe, oder? Maybe. Ich meine, das könnte. Und hier irgendwo hinführen. Da gibt es wieder ein Erste-Hilfe-Dingchen hier. Da ist immer noch kein Verband drin. Was ist denn das hier mit der verbandfreien Zone hier?
Oder ist die Kamera aber noch gerade schon drin? Wo muss ich weiter? Was übersehe ich? Helf mir mal kurz auf. Schreibt mir mal eben die Kommentare, wie ich hätte weitergehen müssen. Dann sehe ich das ja in Ewigkeiten nicht. Toll. Da geht es nicht rum. Der Lüftungsschacht sah verdächtig aus. Hier rum. Jo, das sieht gut aus hier. Oh, sick. Was für dich nehme ich die Desert. So, hast du dir verdient? Wir haben ja auch heute deine Flagge-Fahne aufgehangen. Bla bla bla, so, was hast du? Da ist nur Papier drin. Jetzt ist ja mal ein Wissen to go und dann ist da nur Papier drin. Also wir können eine Menge Scheiße bauen, so viel Toilettenpapier wie wir mittlerweile haben. Der Raum ist putt. Wieso bist du jetzt den Trash am Plündern? Hast du doch die ganze Zeit jetzt nicht gemacht. Die wichtigen Container plündern. Nicht den ganzen Riss hier. So, hier. Okay, da geht's jetzt hoch. Hier rum. Und dann geht's wahrscheinlich sofort wieder runter. Weil der Boden wegbricht oder so. Oh, das ist ein sehr schönes Apartment hier. Vom Design her. Ein bisschen zu offen für meinen Geschmack hier. Ich mag diese großen Fenster hier nicht. Alles gar kein Fenster. Ich habe damit gerechnet, dass sowas passiert. Ganz wo geht der Mo? Ja genau, lass dich mal explodieren lassen. Ich habe mal noch lange nicht mehr gesehen, wie du Bomben machst. Aber nicht, wenn du auf mich zurennst. So, der wollte gerade. Der ist zu schnell hinter mir her gewesen. Wäre auch uns witzig gewesen, wenn er ja mal Bomben gemacht hätte. Oh, warte, warte, warte. Das wird zu viel. Das wird zu viel. Einer nach dem anderen, bitte nur. Ja, Hammer. Ich lasse mich doch hier nicht so bedrängen, ja? Sehe ich aus wie ein Supermodel? Die Antwort ist ja. Aber nein, so lange nicht, dass er mich hier bedrängen dürft. Sind die über mir? I don't know. Hör mal auf, hat die. Okay, geht's halt neben der Tür durch. Ja, für Munitionswiederich. Und wo ist der Looterich hier? So, das könnte auch ein guter Container sein. Siehste. Armor Crafting Bundles. Immer ran damit, muss ich hier auf dem Balkon. Der sieht danach aus. Für hier rein. Alright, mache ich doch glatt. Dann wieder darunter. Aber ich höre noch viel zu viel Kloppe von oben. Oder von da. Oh, das hat den verwinkelt hier. Hier ist ja auch noch Zeugs. Ah, warte, und das ist hier der Raum, wo wir vorhin waren. Vitaminchen. Vielleicht sollte ich mir das mal eben gönnen. Man muss ja auch mal gönnen können, nicht? So, aber von da ist doch noch eine Menge Sound. Ja, guck mal. Stripper Tiddies. Kommst du hier rein? Ja. Können wir zusammen Spaß haben. Und hier. Alright. Guter. Oh, hier ist guter Loot drin. Sag ich mal so. Ich weiß halt ja noch gar nicht, was da drin ist. Du kannst gescrapt werden. Du kannst weggeschmissen werden. Alright. Dann gib mir mal das Ding hier. Ne? Für. Okay, das Tüchchen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und noch eine Batterie zum Vertickern. Oh Mann, wir müssen mehr scrappen. Das kann gescrapt werden. Und das kann gescrapt werden. Von dem Zeug haben wir eine Menge zu Hause rumliegen. Das nehmen wir dann so mit. Die Aloe-Pampe packe ich mir direkt drauf, obwohl wir die gar nicht brauchen. Die Blöcke, die kann ich, glaube ich, direkt in Building-Blöcke umwandeln. Hier, das Holz hier. So, wunderbar. Ist das auch weg. Und dann sieht das schon wieder gut aus. Hier haben wir noch eine Kiste. Das nehmen wir mit. Jetzt schmeißen wir weg. Alright, ist der Raum soweit geplündert? Du bist durchgeladen. Du bist nicht durchgeladen. Du bist locked. Du bist nicht durchgeladen. Hier geht's wieder runter. Ah, da war doch vorhin auch noch was zum Runtergehen. Aber hier geht's auch wieder hoch. Lass mich erst gucken, wo war das jetzt hier mit dem Runterfallen hier? Hier irgendwo. Hier. Lass mich erst gucken, was hier Sache ist. Oder war ich hier schon? Hier war ich doch schon. Och, Mann. Fuck.
Aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dann lass mich da eben. Wieso bist du nicht auf meinen Favoriten? So, da eben kurz eine Leiter anbringen. Ich glaube doch nicht, ich will den ganzen Weg außen rum hier, alle ab. Ja. Gut, also runter hätten wir nicht gesollt. Gut, dann musst du aber da wieder weg und du da wieder hin. Sweet. Also geht's jetzt auf nach oben. Treppenhaus, ab nach oben hier. Der dürfte nicht mehr weit bis zum Endloot sein. Du bist locked. Und da ist die Dachterrasse. Hier geht die Scheiße so richtig ab, wa? Ich sehe da noch ein Mo. Lass mich mal die Helmkopfleuchte ausmachen. So, Bolzen ist drauf. Lass mich bei dir das Waffenmod-Dingslicht auch ausmachen. Gib mir noch mal kurz. So. Versuche ich mir mal ein bisschen rumschleichen. Wegzumachen. Oh, da hinten liegt ein Kopf. War hier nicht auch jemand direkt um die Ecke? Das ist ein Mo. Der Kopf ist wesentlich gefährlicher als Mo. Ist hier auch ein Knöpfchen. Der hat gesessen. Dann ist da noch ein Krubbler daneben. Wenn wir sie alle wegmachen können, so mit Armbrust. Warum nicht? Okay, das ist ein Fifi. Ja, das ist ein Fifi. Den können wir in den Wöppes bannern. Kein Thema. Leise, leise, leise. Ja, Mo ist ganz froh, dass er mit dabei sein durfte. Okay, den Fifi haben wir schon weggeballert. Schön, dass er auch nochmal hier rumschleicht am Ende der Serie. Oh Gott, da geht noch ein gutes Stückchen höher. Aber hier ist Wildzone. Hier geht die Party so richtig ab, wa? Also kommen sehen, wa? Okay. Wir müssen ein paar Bolzen fällen, jetzt auch nicht so wild. Ich glaube, weil die so dringend bräuchten. Die Knöpfchen will ich jetzt aber noch nicht drücken. Aha, Mr. Businessman. Du warst mal Businessman. Da ist wahrscheinlich die Hauptdulli ist wahrscheinlich alle drin. Okay, den Kopf kriegen wir auch noch. Oder auch nicht. Wo ist denn der Bolzen hingegangen, bitte schön? Der hätte voll in den Kopf reingehen müssen. Siehst du so? Hast du da noch jemanden dabei? Ich höre jemanden rumlatschen. Den Jumper haben wir schon weggeballert. Nee. Sind das die Nachtzirpen, die Zirkaden, die da rumzirpen? Oh shit. Dann ist der Endloot. Aha. So, die haben wir soweit alle weg. Können wir noch Zombies? Aha, der Bob, der Bauscheiß. Danke für den Bob. Mr. Bolzen lässt grüßen. Oh, für dich reicht's nicht. Für dich reicht's nicht, aber da habe ich ja noch. Geht der jetzt darum? Da geht der jetzt darum. What the fuck? Ah, Birdie. Oh, ein Ollerkrabbler auch wieder. So, ich glaube, jetzt ist alles hier. Dieses blöden Vögelchen geht ja weg, das blöden Vögelchen. So. Warte, 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 ich komme. So. Ja, ich mach die Tür auf. Komm mal hier. Hast du mich jetzt so zum Bluten gebracht? Du bist doch noch keine Kackbratze. Oh, warte, warte, wo kommst du jetzt noch weg? Ja, zuckt sonst noch jemand hier? Nö. Oh, wir sind noch lange nicht durch. Oh, fuck, fuck. Ich glaube, ich mehr von der Munition für dich mitnehmen sollen. Hier ist ja noch jemand auf dem Dach.
Nope, nope, nope. Da gibt es eine Luke. Wir haben aber nicht das Knöpfchen gedrückt, wa? Alright. Vielleicht da oben drauf noch. Eigentlich auch noch irgendwo eine Leiter da drüber. Alles klar. Lass mich Knöpfchen drücken. Mach doch nicht das Glas kaputt. Das hat keine neuen Zombies getriggert. Okay, gut, gut, gut. Die haben wir mal gut schon voraufgeräumt. Hat es euch eigentlich zerlegt? Na, nee. Oh, das ist nicht gut. Da haben wir einen kleinen Autschen. Lass mich das hier mal benutzen. Und dann nochmal das hier benutzen. Ich meine, das hilft jetzt nicht so gut dagegen, aber so ein bisschen so zum Gegenwirken. Ne? So. Ja. So. Right. Gut. Hier geht's also höher. Da müssen noch ein, zwei Zombies müssen noch sein. Ich denke mal Birdies. Oder auch nicht. Aber die Quest ist doch noch nicht durch. Oben drauf? Ah, kann nicht sein. Nicht, dass wir irgendwo im PY nur noch welche übersehen haben. Oh, das wäre jetzt aber super tragisch. Gibt es da noch was für uns zu holen? Medizin. Da gibt noch Medizin. Okay, super. Am Ende des PYs gibt es mir dann doch noch ein Verbändchen. Böms. Oh, da war fast zu hoch zum Bömsen. Ja, ich höre dich. Wo bist denn du? Oh, der hat sich jetzt da reingeladen. Wo kommt die jetzt so spät noch weg? Haben die nicht alle Zombies hier reingeladen? What the fuck? Da, wo kommst du jetzt noch weg, bitteschön? Fall mir da nicht runter. Du bist dich ewig. Da, du warst letzte Dame. Wieso seid ihr denn verspätet hier reingeladen worden? Wir sind doch ganz regulär hier vernünftig über die richtigen Zugangswege. Seht ihr doch hier hoch. I don't know. Was haben wir hier für ein Assault Rifle Buch? Nice. Die Parts kann ich zum Not wegschmeißen. Wenn wir Platzprobleme haben. Aber ich glaube, da haben wir noch andere Sachen, die wir da besser wegschmeißen können. Shamway the only way. Noch ein Kochbüchlein. Das ist ein Rohpotato, wa? Die Dose nehme ich wohl mit. Die Rohpotatos nehme ich nicht mit. Sorry. Wir sind zu picke, packe, pucke voll. Sind wir hier. Jetzt schmeißen wir raus, den Rest nehmen wir mit. Achso, die kann ich schon gar nicht mehr stacken. Du kannst gescrappt werden. Eifer, Bibsch. Ich glaube, ich werde die Batterien auch scrappen müssen, weil so wegen, ganz wegen platztechnisch. So. Das Superkörnchen tun wir auch mal wegschmeißen. Und Sledgehammer-Part schmeiße ich raus. Das scrappe ich auch runter, weil ich renne jetzt nicht zurück zum Bike und pack da dann noch Zeugs rein, damit wir mehr mitnehmen können. Nee. So, das können wir usen. Das Lämpchen nehme ich dann wohl dann mit. Nützt ja nix. So. Soweit so gut. Dann haben wir die Box noch. Und den Hauptblut natürlich noch. Noch ein Kochbüchlein, sweet, und die Dose mümmel ich jetzt einfach kacke dreist und mach mal auf, ja. So, da einmal durchsortiert. Was haben wir denn hier? Da ist eine Menge an Büchern drin. Armor Crafting, immer ran damit. Dann haben wir hier Forge Ahead für die Chemiestation, die wir schon haben. Dann haben wir hier noch ein Büchlein und da noch ein Büchlein. Diamond Tip ist Art of Mining, letzte Art of Mining. Jawoll, wir haben Art of Mining komplett durch. Juhu! 408 Dollar Reduz, das ist nix. Das ist nix. Die Munition können wir gut mitnehmen. Bow Parts, glaube ich, nicht, dass wir die so wirklich brauchen. Cooling Mesh Mod, ja, die können wir irgendwo reinpacken. Für mehr Asche in die Tasche. Du stackst noch und dann haben wir noch ein Food Bundle. Und damit sind wir voll voll. Also, jetzt zurück zum Bike, dann zurück zum Händler. Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig abzugeben. Aber wir können die Tagespost noch abholen. Dann können wir morgen grauen. Können wir dann die Quest beim Händler eintauchen. Das ist sowieso dann Hordennachttag, wa?
Oh, das ist noch eine Mine. Details, ich wollte sowieso dann alles, was wir noch zum Händler bringen können, flüssig machen an Geld. Dann passt das ja. So, zurück nach Tüs. Ja. Theoretisch sollten wir da hier schnell rauskommen, weil wir über Treppen ausgehen können. Sag ich mal so. Hätte sich auch schon jemand durchgekloppt. Bums. Bisschen Schwund ist immer. Aim for the bushes oder Leiter oder so. Bums, darunter, hier runter. Hier ist doch vorhin alles kollabiert, wa? Das schaffen wir. Ja, wir haben doch hier extra so Pflastercast dabei. Boings. Das ging ohne, dass wir uns großartig verletzt haben. Sweet. Ihr habt euch ja immer noch nicht hier durchgekloppt. Könntet ihr mal den Stein da wegnehmen? Da kann ich ja auch vernünftig raus. So, sag ich mal so. Einmal gebückt, einmal aufgestanden wieder. So, irgendwo habe ich hier auch noch mein Bike stehen. Irgendwo. Ja, die Dame kam mich mal gerade kreuzweise. Irgendwo an der Rampe hatten wir die, wa? Oh, Mahlzeit, Kenny. Oh, der ist mit dem Bus angekommen, ja, okay. Da ist mein Bicke. Da ist mein Bicke. Alright, hier, oh, zack, und alles da hochgestopft. So, wunderbar, wunderschön. Und den auf zum Airdrop. Wo ist denn der Airdrop? Wo ist denn der runtergegangen? Da, fast zu Hause. Bums. Markiert ist er. Alles klar, let's go. So, da sind wir beim Airdrop. Halt mal kurz an hier. So, sweet. Lass mich nur gucken. Was hast du da für uns? Du hast super Antibiotika, Shotgun Shells und Lockpicks. Nice. Und natürlich ein Buchfunnel. Können wir direkt öffnen. Harvesting Tools, Use. Dann haben wir hier Savage Tools, Use. Und Sledgehammer? Sledgehammer. Du bist verkauft. Du bist definitiv im Verkauf, aber wo wir gerade hier sind, können wir dann auch von hier aus nochmal das Food Bundle öffnen. So, oh, wir sind mit den Kochbüchern durch. Nice. Können wir die auch direkt verkaufen? Da gebe ich noch Wasser. Und denn die Suppe haben wir aufdecken können. Naja. Naja. Da sagen wir nicht nein, sagen wir da nicht. Nehmen wir einfach so mit, wie es ist. Haben wir noch ein Skillpünktchen gemacht? Ja, natürlich haben wir ein Skillpünktchen gemacht. Du kannst nicht direkt in Perforator rein. Das heißt, du gehst jetzt erstmal hier in Unobservant, gehst du hier rein. Und dann mit dem nächsten Punkt, den wir hoffentlich noch irgendwie, ja, da viel ist halt nicht mehr, vor der Horde nachkriegen, können wir dann den Perforator noch mitnehmen. Nice. So weit, so gut. Die Dachdübel müsste hier im Moment auftauchen. Tja, wow. Ein einzigen PY haben wir heute gemacht, aber der hat sich auch gelohnt, meiner Meinung nach. Und ja, morgen ist dann finale Folge, wenn ihr mir in dem Video nicht unterschreibt, dass wir die Verlängerung geben wollen. Details, wir werden alles an, was wir noch an Geld machen können, einsammeln, zu den Händler fahren, die Quest dann da dementsprechend abgeben, die Belohnung dafür einkassieren und so viel Munition kaufen, wie wir bei den Händlern irgendwie abgreifen können. Und dann werden wir uns der vermeintlich finalen Horden erstellen. Details aber auch für dieses Video war es dann erstmal. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hatte ordentlich Gaudi da drinnen in dem Bunker, ein bisschen laggy. Ich brauche, glaube ich, mehr Arbeitsspeicher oder so. Yeah, I don't know. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Wir sind immer noch mitten im Daumen-War-Krieg. Super Ding hier drin. Und Abo würde ich mich auch drüber freuen. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, haut da rein, gebt da Gas, habt da Spaß und auf Wiederwinkel. Tschüss. Ja, ich weiß.